Und jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der seine Chance nutzt und der am laufenden Band neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Bevor sich Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin wieder aufregt, es geht um diese Kopftuchmädchen hier, ein Schlüsselanhänger. Der Mann, der dahinter steckt, das ist Melih Kesmen aus Witten. Er hat das Label Style Islam gegründet und druckt auch Sprüche wie "Ich liebe meinen Propheten" auf T-Shirts. Viele wittern dahinter jetzt schon wieder die muslimische Machtübernahme, diesmal durch Modedesign. Wir haben mal den Style-Islam-Macher und seine Kopftuchmädchen besucht. Ich bin ein Bürger dieses Landes. Ich bin Europäer, ich bin Deutscher, ich bin Muslim. Ich bin, sag ich mal, türkischstämmig, Sohn eines Gastarbeiters. Bei mir kommen halt nun mal viele Identitäten zusammen. Wie kann man modern und gleichzeitig konservativ muslimisch sein? Wie geht denn das? Diese beiden Seiten vereint Melih Kesmen, und zwar kreativ, mit seiner Firma Style Islam. Terrorismus hat keine Religion. Kopftuch, mein Recht, meine Wahl, mein Leben. Mit diesem T-Shirt fing alles an. Den kreativen Output gab es dann wirklich mit diesen Mohammed-Karikaturen aus Dänemark. Man kennt nur die eine Reaktion von Muslimen, sprich als aggressive, flammenverbrennende Typen irgendwie. Und dann kommt ganz lange nichts. Und da habe ich halt dieses Motiv einfach nur für mich gemacht, ohne irgendeinen kommerziellen Hintergedanken. Und ja, ich sag mal, die Reaktionen waren wirklich immens. Immens positiv. Er beschäftigt mittlerweile 6 Mitarbeiter und hat einen weltweiten Onlinehandel für seine Entwürfe. Aber es gibt auch negative Reaktionen, sowohl von Muslimen als auch von Christen. Sie beschimpfen ihn in E-Mails und Anrufen. Das sind dann halt die Leute, die wirklich eine Einwegsicht des Islams haben. Also für die ist das so oder gar nicht. Gläubiger Muslim zu sein und gleichzeitig cool, modern und deutsch, diesen Spagat schafft Melih Kesmen gemeinsam mit seiner Frau. Sie arbeiten auch zusammen. Ungewöhnlich? Müsste sie als traditionelle Muslima nicht an den Herd? Aber jetzt mit den Leuten in unserer Generation, es ist, glaube ich, kaum noch so, dass die Frau nur noch zu Hause ist. Also da sind die Leute, die Frauen, viel zu selbstbewusst, als wenn sie eine Hausmütterchen wären. Ich würde mir da, glaube ich, auch nichts sagen lassen. Und was ist dir an deiner Frau wichtig? Ja, sie ist natürlich der mentale Support schlechthin für mich. Mentale Unterstützung. Auf der einen Seite emanzipiert, auf der anderen Seite mit Kopftuch. Bei der Hochzeit trug sie noch keins. Wieso jetzt tut sie es für ihn? Also wir haben die Pilgerfahrt gemacht und man bekommt so einen spirituellen Schub bei der Pilgerfahrt. Das kann man eigentlich auch gar nicht in Worte fassen. Das Ziel der beiden ist es, jungen Muslimen Mut zu machen, ihnen zu helfen, eine eigene Identität zu finden, so wie sie selbst. Das fängt schon bei den eigenen Mitarbeitern an. Im Meeting sieht man, bei Style Islam arbeiten fast nur Mädchen mit Kopftuch. Ich wollte erst Praktikum machen im Krankenhaus. Das ging nicht wegen dem Kopftuch. Das haben die mir direkt ins Gesicht gesagt. Das verletzt einen natürlich, weil man ja eigentlich ein ganz normaler Mensch ist. Nur die Religion ist anders. Wir wissen, dass es den Mädchen da draußen, dass sie es echt hart haben, mit Kopftuch überhaupt eine Arbeitsstelle zu finden. Ziehen wir sie vor. Aber es ist nicht so, dass die Leute hier so einen Bonus haben. Ja, dass sie nur aufgrund des Kopftuchs eingestellt werden. So ist es nicht. Jetzt entwerfen sie das, was sie selbst leben. Muslimische Accessoires, sie stehen für einen modernen und selbstbewussten Glauben. Melih ist traditionell muslimisch erzogen, seine Eltern Gastarbeiter aus der Türkei. Er ist hier geboren. Erst machte Melih Graffitis, dann studierte er Design in Dortmund und London. Dann kam er zurück. Sein Herz hängt am Ruhrpott an Witten. In diese Moschee ging er schon als kleiner Junge. Sein Glauben war immer vielen Einflüssen ausgesetzt, musste sich immer neu definieren. Heraus kam etwas Eigenes. Wenn man dieses Wort modern mit Islam verbindet, denkt man auch gleich Reform, Islam, reformieren. Die Inhalte des Islams müssen komplett verworfen werden und so. Dem ist nicht so. Ich sag mal, der Islam ist für mich halt zeitlos und universell, wenn man ihn im richtigen Kontext einfach begreift. Sein Kontext: Deutschland 2010. Ein offener Islam, aber trotzdem konsequent. Geht das? Melih hat viele Freunde wie Steffen, der Anwalt ist und nicht gläubig. Ein Problem? Ich weiß noch, ich hatte mal auf eine Geburtstagsparty eingeladen. Das war jetzt eher so ein bisschen disco-mäßig ausgestaltet. Und da sagte Melih, okay, das ist nichts für mich und meine Frau. Da würden wir uns jetzt nicht so wohl fühlen. Und dann war das okay. Das wäre zum Beispiel so eine Sache halt. Das ist,
Einfach wenn es ums Prinzip geht. Ja, um Glaubensprinzipien halt einfach. Diese erklärt er immer wieder, spricht offen darüber. So ist Melich als Muslim ein produktiver Teil der deutschen Gesellschaft, ganz selbstverständlich. Und er trifft damit den Nerv einer ganzen Generation junger Muslime. Starkes Selbstbewusstsein, eine starke Identität ist absolute Voraussetzung für, in Anführungsstrichen, Partizipation. Und ich sag mal, wenn vor allem die Jugendlichen, die muslimischen Jugendlichen sich selber kennen und mit sich im Frieden sind, werden sie dieser Gesellschaft auch was bringen. Das ist mein Wunsch, meine Vision. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann.